Ich glaube, gleich platze ich. Okay. Und? Was denkst du, wie alt der gute Lloyd eigentlich in Wahrheit ist? Also, ich glaube, er ist 80 oder 90. Das Gefühl habe ich auch. Habt ihr Spaß gehabt? Dreimal darfst du raten. Dann war es sicher furchtbar langweilig. Ja, das war's wirklich. Die Art, wie eine Tochter einen ansieht, ist mit nichts zu vergleichen. Man ist der Mond, die Sterne. Doch dann werden sie erwachsen. Sie entdecken, dass Vater nicht der unfehlbare Gott ist, für den sie ihn gehalten haben. Das macht sie wütend. Auch wenn man selbst keine Schuld daran hat. Nehmen Sie es einem übel. Aber das ist Physik. Die Wege vom obersten Podest aus führen nun mal alle nach unten. Er war der beste Vater auf der gesamten Welt. Durch ihn haben wir Schach gelernt und er hat uns beigebracht, wie die Sterne heißen. Ich weiß, dass ich ihn schwer enttäuscht habe. Damit meine ich nicht nur das mit der Trennung. Ich meine alles Mögliche. Ich muss ihn sehr oft enttäuscht haben. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja? Ach, du bist es. Dein Licht war noch an. Ja, komm ruhig rein, Dad. Ich kann nicht einschlafen. Ja, geht mir ähnlich. So ist das jetzt neuerdings. Am Tag fallen mir immer die Augen zu, aber nachts, wenn ich dann schlafen möchte. Und wieso kannst du nicht einschlafen? Naja, dieser Mann, den du da draußen getroffen hast, wie haben deine Töchter ihn getauft? Den Dad. Du hast dich verliebt. Was? Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Entschuldige, Dad, aber du... Denkst du etwa, dass mir nie sowas passiert ist? Und ich mich kein zweites Mal verliebt hätte? Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Oh Mann. Du weißt es doch bestimmt von deiner Mutter, dass ich sie betrogen habe. Moment mal. Willst du damit sagen, damals wäre es um mehr gegangen? Ich dachte, es wäre nur... Nur so ein Seitensprung, nichts Ernstes? Ja. Mit irgendeiner Kellnerin, nachdem der letzte Gast weg war? Nein, das war nichts dergleichen. Das war etwas anderes. Es ging um einen Menschen, ohne den ich nicht länger leben wollte. Du warst 5. Aaron war 4. Und deine Mutter hat mich angefleht, sie nicht zu verlassen, also blieb ich. Aber ich war trotzdem nicht fähig, die andere Frau für sie aufzugeben. Und Mom wusste das? Selbstverständlich. Ich habe ihr gesagt, dass ich die andere für sie nie ganz aufgeben würde. Aber die hat dann mit mir Schluss gemacht. Sie suchte sich jemand anderen und wurde seine Frau. Und deine Mutter wurde schwanger mit Judy. Meinst du wirklich, es tut mir im Nachhinein leid, dass ich damals nicht gegangen bin? Und weshalb habe ich dir das erzählt? Dad, lass es. Ich werde mich nicht mit Jake aussehen. Es war im Nachhinein vollkommen richtig, das durchzustehen. Du denkst heute, dass du ihn liebst. Stimmt's? Meinetwegen. Ich habe auch gedacht, ich wäre verliebt, ganz ehrlich. Aber vielleicht habe ich mich geirrt. Liebe, was ist das überhaupt? Phil? Ja? Ich sag bloß noch Lilly gute Nacht. Oh, das hast du von mir, oder? Stimmt, ja. Es gefällt mir, weil es so schön warm ist. Schön. Gute Nacht, Lilly. Gute Nacht. Komm mit, Phil. Ich komm gleich nach. Komm schon. Du willst doch noch lesen. Du schläfst doch nie ein, wenn das Licht an ist. Ach, das schaffe ich schon. Komm mit. Ich komme gleich nach. Okay. Gute Nacht. Schlaf gut. An jedem Tag danke ich Gott dafür, dass diese Frau mir verziehen hat. Naja, vielleicht nicht an jedem Tag. Schatz, Menschen verändern sich. Ja, das tun sie wirklich. Dad. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und Jake kann das auch. Jake ist nicht wie du, Dad. Das ist er niemals gewesen. Und es gab auch keine andere, in die er verliebt gewesen ist. Ich meine, er hatte nicht bloß eine Affäre, die man verzeihen könnte. Okay? Nein, da waren dutzendweise Mädchen. Doch du siehst immer noch was ganz Besonderes in ihm. Vielleicht sehe ich euch beide viel zu selten. Daddy, mit meiner Ehe ist alles schiefgegangen. Und nicht mal du kannst das wieder in Ordnung bringen. Es tut mir so leid. Mir auch. Es tut mir leid, dass ich dich so enttäuschen konnte. Liebling, niemand hat gesagt, ich wäre enttäuscht wegen irgendwas. Komm her. Und dieser Dad, hat er auch einen richtigen Namen?
Rick! Es gibt schlechtere Namen. Und sowas nennt sich Feiertag. Oh, Daddy. Ich weiß. Ich weiß. Keine Sorge, alles wird wieder gut. Dein Daddy ist ja da. Böse erwachen nach einer wunderbaren Nacht. Die Liebe auf dem Prüfstand und unter Beschuss. Nochmal mit Gefühl. Morgen um 10 nach 1 bei Vox.